Hey Leute, ich habe heute über zwei Dinge lachen müssen. Zumindest jetzt im Laufe des Nachmittags abends. Zum einen habe ich Werbung von der Bahn gesehen. Ich will euch hier bloß mal kurz Alle einen reden vom Spot Wetter. von 1966 zeigen. Alle reden vom Wetter. Wir nicht. Wobei, zu diesem Thema fällt Ihnen doch eher sowas drauf ein. Könnt sich wahrscheinlich auch noch alle daran erinnern, wie 2020 war das, glaube ich, wo überall die Klimaanlagen in der Bahn ausgefallen sind und da Haufen Ärger gab. Oder auch im Winter, dass die zu kalt ist oder nie fährt. Gibt ja, wie gesagt, die vier Probleme der Bundesbahn. Das ist Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Da ist eigentlich alles gesagt. Aber weil wir gerade beim Thema sind, Ist das es fand eigentlich ich eigentlich angebracht, gut in den gemacht. Urlaub zu fahren? Dabei vielleicht ein Gläschen Rotwein zu trinken? Mit den Kindern zu spielen? Ein gutes Buch zu lesen? Oder einfach nur die Welt an sich vorbeiziehen zu lassen. Ist das nicht herrlich? Tja, in der Bahn ist es sogar möglich. Die Bahn kommt. Aber das Lustigste an der Sache war, gut, die Meldung ist zwar von vorigen Jahr im März, ich habe das damals nicht mitgekriegt, ich habe das heute gelesen. Deutschland tagt erst 2070 komplett umgesetzt. Also in 50 Jahren könnten die Züge eventuell auch fahrplanmäßig abfahren. Ja, ich sag mal, gut. Die paar Mal, die ich mit der Bahn fahre, eigentlich mehr kurze Strecken, mal in die Sächsische Schweiz oder ans andere Ende von Dresden, da hatte ich eigentlich noch nie Probleme, dass der Zug nie kommt oder sowas. Gut, Himmelfahrt wird es immer enge, aber das ist ein anderes Thema. Aber im Großen und Ganzen kann ich mich nie beschweren. Aber irgendwie mit so einen Zahlen würde ich mal lieber nicht sagen. Ich weiß es nicht, dass die das so bekannt gaben. Und eine andere Sache, die ich heute ganz lustig fand, war die. B präsentiert. Es ist Zeit. Mach dich für den Wechsel bereit. Der freche Altkanzler Olaf ist auf der Flucht vor der Vertrauensfrage. Mich kriegt ihr nicht. Na, das haben wir gern. Erst alles in Scheiße verwandeln und dann nen Drückeberger machen. Herzibert, leckt mich am Popo. Da bleibt wohl nichts anderes übrig als Schnapp, Scholz! Olaf, Olaf, sei ein Mann. Jetzt will jemand anders dran. Olaf taucht kurz im Bundestag auf. Schnapp ihn dir! Wir machen das alles locker im neuen Jahr. Scholz bei Nioska, das ist deine Chance. Tja, Papier ist knapp. Mist, schon wieder nichts. Neue Beweise im Fall Nord Stream. Ab an die Ostsee. Die Russen waren's. Ja, ja, gleich hast du ihn. Oh nein, in der Presse erscheint mal wieder der Cum-Ex-Skandal. Olaf geht in den Hyperfluchtmodus. Leck mich, ich weiß nichts mehr. Ich bin im Urlaub. Nichts für Deutschland. Ich bleibe Kanzler. Hauptsache Alessio geht's gut. Was? Ein Hammer in den ukrainischen Farben? Das ist die Idee. Olaf wird davon angezogen, wie von einem Magneten. Nein, nein, ich bin doch nur eine unwichtige Puppe. Du hast es geschafft. Es gibt keinen Ausweg mehr für ihn. Neuwahlen an Silvester. Endloser Spaß für die ganze Familie. Mit Schnappt Scholz. Und jetzt neu. Merz, ärger dich nicht. Und Spiel des Lindners. Spielen Sie es zu Hause oder bei Freunden in der Küche. Das Schnickli. Oder mit Freunden in der Küche. Das nochmal kurz als Zwischenmeldung, dass es mich noch gibt und
dass ich heute mal wieder was zu lachen hatte. Ihr könnt am Sonnabend wieder bei mir reingucken. Da kommt ein Video über den Ostwall bei mir rein. Ich war ja im Sommer in Litauen gewesen und auf der Rückfahrt habe ich mir die Bunkeranlage vom Ostwall angeguckt. Oder genauer gesagt, die Festungsanlage oder Warteburgen. Hier hat man Bunker, die bis 30 Meter unter die Erde gehen. Es war ganz interessant. Ich habe hier auch ein paar Fakten noch mit erzählt und eingeblendet. Guckt einfach am Wochenende mal rein. Ja, und wenn wir immer hier beim Rumklotzen waren, können wir auch bei Marty Fischer noch mal reingucken. Der macht ja immer gerne so eine Musikstücke im Stil von anderen. Hi, ich bin Marty Fischer und ich war schon wieder im Fernsehgarten. Und er war im Fernsehgarten. Ja, ich war schon wieder im Fernsehgarten und was da alles so Wunderbares passiert ist, das hören wir uns mal an. Ich habe 3 Songs vorbereitet, norddeutsche und ostdeutsche Songs. Das war so zum Thema Tag der Deutschen Einheit. Und die Aufgabe war eben, ein paar Songs umzugestalten. So 5 Styles, aber eigentlich nur 1 Style. So. Ja, guckt mal bei dem rein. Ich spiele jetzt gleich mal den von Giantiano. Das ist schon mal eine gute Reaktion. Und auch da brauchen wir natürlich wieder Schlagzeug. Und das klingt so ein bisschen mehr triolisch, sagen wir im Fachjargon. Also das ist nicht so rum ta dum ta dum, sondern so dum ta dum ta dum ta dum. Ne? So wie der Santiano eben. Ungefähr so. Ja genau, da können wir wieder in die Fäustchen hauen. Genau. Und was brauchen wir bei Santiano am allerwichtigsten? Es ist natürlich die Gitarre. Und das könnte zum Beispiel so klingen. Komm her. So. So, und da haben wir jetzt schon die Akkorde gehört von Du hast den Farbfilm vergessen. Dazu natürlich der Bass. Ohne Bass kann es nicht gehen. Ohne Bass, ohne mich. Da haben wir das Fundament, das melodische Fundament dieses ganzen Gebildes. Und dann natürlich diese ganzen Seefahrerinstrumente, so ein Akkordeon hier und eine Flöte da und der ganze Zauber. Das wird Sie begeistern, ich weiß es jetzt schon. Es ist total geil. Ich habe versucht, die Stimmen von diesen beiden Sängern, von dem mit diesem kastigen Bart und dem anderen mit der Fiedel, so irgendwie nachzumachen. Oh Gott, ja. Ja, liebe Grüße auch an der Stelle. Stimmlich jetzt, also können Sie ja entscheiden, ob Sie das gut finden. Und die können mir dann schreiben, ob die das gut fanden. Naja. Oh Gott. Hoch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee. Micha, mein Micha, und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau. So laut enttut sich mein Ei. Schon wieder den Text nicht gekonnt. So böse stampfte mein nackter Fuß den Sand. Schlug ich von meiner Schulter deine Hand. Micha, mein Micha, und alles tat so weh. Du darfst noch einmal, Micha, und ich geh. Und alle! Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön's hier war. Ha, 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 ha. Du hast den Farbfilm vergessen. Krass, wir sind ja aufgestanden, da auch schon. Alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr. Ja, klickt mal die Links an. Ich habe die alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann abonniert auch mal meinen Kanal und klickt mal auf Gefällt mir. Und ciao. Ach, wie schön. Das war's ja schon. Klasse! Ja, also ich hoffe, noch weiterhin in den Fernsehgarten eingeladen zu werden, weil das macht mir immer Riesenspaß da und es ist eine super Bühne, um auszuprobieren, was hier vielleicht auf YouTube schon funktioniert. Bis dahin, ciao. Ja, nachdem ich jetzt fertig war und das
Video schon am Hochladen ist, habe ich gerade die aktuelle Kamera gesehen. Super gemacht. Und das gibt es ja wirklich. Das ist ja wirklich. Ich habe einen Zusammenschnitt gesehen. Die sind Leute teilweise geheult wie irre und sowas. Seht selbst. Guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Kamera am 12. November 2024. Bonn. Millionen Bürgern der BRD sitzt der Schrecken immer noch in den Knochen. Nach dem Wahlsieg von Donald Trump, der im sozialistischen Wirtschaftsraum relativ gelassen aufgenommen wurde, ist die BRD-Bevölkerung in Angst und Panik. Kaum ein BRD-Bürger kann seine Tränen noch zurückhalten. Unser Fernsehkollektiv hat eine typische BRD-Bürgerin befragt, wie sie emotional mit dem Trump-Sieg umgeht. Ich bin aufgestanden und habe die Wahlergebnisse aus Amerika gesehen und wie können sich Menschen dafür entscheiden? Das sind Folgen für uns. Das bedeutet, dass die Ukraine verlieren wird. Das bedeutet, dass die AfD hier erstärken wird. Ich verstehe es nicht. Wie können wir uns selber das antun? Wie können wir uns sowas antun? Das haben wir nicht so richtig verstanden. Wir dachten eigentlich, dass Bürger der BRD an der US-Wahl überhaupt nicht teilnehmen durften. Für unsere DDR-Bürger zur Beruhigung, die Dame wurde im Anschluss an unser Interview in eine psychiatrische Klinik eingeliefert und wird dort jetzt professionell behandelt. Laut Informationen unseres Fernsehkollektives warten momentan hunderttausende Bürger der BRD auf einen Therapieplatz, um den Trump-Sieg psychiatrisch behandeln zu lassen. Wir vom DDR-Fernsehen dachten eigentlich, das liegt daran, dass eine völlig inkompetente Regierung dieses Land gegen die Wand fährt. Aber während unserer Recherche haben wir uns ausnahmsweise BRD-Fernsehen angeschaut und da wird darüber berichtet, dass Donald Trump am wirtschaftlichen Untergang der BRD schuld ist. Und wir möchten Ihnen, liebe Zuschauer, dieses Gespräch mit einer jungen BRDlerin nicht vorenthalten. Da sind Leute, die wollen dir 36.000 Euro brutto im Jahr geben, als Vollzeitangestellte. Aber die sind verrückt. So viel Geld wollen die dir geben? 30 Tage im Jahr Urlaub. 30 Tage. Das Schlimmste ist, die 30 Tage sind ja noch viel im Jahr. Wir reden hier von einem ganzen Jahr. Ich weiß wirklich nicht, wie man überleben soll. Wo soll das denn? Wann wachen wir endlich alle auf und checken, dass wir einfach nicht mehr arbeiten gehen sollen? Und dass wir einfach aufwachen und sagen, ich gehe jetzt nicht mehr arbeiten, weil erst dann, wenn wir vereint einfach sagen, nein, stürzen wir dieses beschissene System. Okay, ab morgen arbeitet keiner mehr. Nur noch jeder für sich. Wenn du eine Kartoffel essen willst, pflanzt du eine Kartoffel an. Und tschüss.